wasche meine Pinsel immer ganz am Ende erst aus, wenn mein Möbelstück fertig ist. Inzwischen stecke ich sie in einen Plastiksack und verschließe ihn gut und so trocknet der Pinsel nicht aus. Und andererseits kann ich, wenn ich auf einmal sehe, dass ich irgendwo nicht schön gemalt habe, reicht oft der farbige Pinsel und ich kann es mit dem Pinsel ausbessern und muss meine Farbe nicht aufmachen.